ey. Das ist auch cool. Okay, da sind wir. Was geht? Was habt ihr hier zu tun? Wir sind der scheiße Spur gefolgt. Nächster. Ha, sehr gut. Euch mache ich kalt. Jo, pass auf! Danke, Kleiner. Scheiße, die haben Kanonen. Macht sie fertig. Hallo. Krieg. Der könnte besser kommen, glaube ich. Ich glaube nicht. Ich hab was für dich, du mieses Schwein! Gleich ist es zu Ende, du verrückter Scheißkerl! Ich hab ne Tommy Gun, ich bin unbesiegbar. Los, los, ich geb dir Feuerschutz! Wenn ich die Tommy Gun habe, ist die Macht mit mir. Ich geb dir Deckung! Ab jetzt! Ja, sie haben selbst Tommy Guns, da wird ein Problem. Dann blüht dir was! Komm schon. Zack. Gib mir Deckung. Erlaubt nochmal ein bisschen regenerieren. Treffer! Verflucht, du sollst mir Deckung geben, Kerl. Gib mir Deckung, Schrittmann. Los jetzt. Zack, kann zack. Mir mal jemand helfen? Nein. Denkst du hin? Kann aber schon snare run. Das ist crazy gewesen. Aua! Aua! Ich wurde getroffen! Ich wurde von Joe aus der Deckung geschmissen. Dankeschön, Joe. Du bist der Mann des Tages. Ich liebe dich. Oh Mann. Hallo, los geht's. Ich bin der Beste. Gib mir Deckung. Alles klar, oder? Ja, der Akku ist gleich schon wieder alle. Toll. Ja, 10 Minuten laden bringt doch nichts für eine längere Zeit, aber. Ja, hat gut durchgehalten. Los, ich geb dir Deckung! Ich geb dir Deckung! Los, hab ich euch, ihr Mistkerle! Das will ich hoffen. Gib ab! Los, los, los! Ich geb dir Deckung! Du schießt wie meine Schwester! Was zum Lutschen, Wichser! Gut, Vito, los jetzt! Es ist vorbei! Bist du okay? Wow, das war knapp! Wir sehen uns in der Hölle! Los, Vito! Dann treffe ich den Tank nicht. Jawoll. Es geht natürlich noch weiter, meine Freunde. Oh, ich dachte schon, du wärst ein Feind, Joe. Hast du mal Glück gehabt. Gut, da haben wir jetzt noch einen Save Point. Das ist sehr schön. So, da haben wir hier ein paar Burger. Die können wir essen. Lassen wir bei Craften bleiben. Und wir haben hier eine M1 Garand. Die gute aus dem Krieg. Und eine Magnum. Also haben wir uns das auch gespart bei Harry. So, wir nehmen weiterhin die Thompson. Hier sonst noch irgendwas? Ah, eine Granate. Können wir gut gebrauchen. Und noch eine. Sehr schön. So, dann haben wir uns doch gut ausgerüstet. Auf geht's. Meine Freunde, jetzt geht's vorbei. Jetzt sind wir in den Start. Ihr macht mir keine Angst. Jetzt heißt es wieder Achtung, das Geld ist kaum. Was
du das beim Militär gelernt? Scheiß mich! Das ist hart! Dann blüht ihr was! Los jetzt! Zack, so, jetzt kracht's! Ich geb dir Deckung! Eigentlich was getroffen? Ich hoffe's doch. Shotgun, da ist noch eine Grüßgun, die wir mitnehmen können. Sonst was Besonderes für zum Schießen? Irgendwas. Wir müssen wirklich alles absuchen. Die haben wirklich überall ein bisschen was versteckt. Ist nicht so, dass die da wirklich gar nichts verstecken oder so, aber manchmal findet man da echt gute Sachen. Aber ich habe jetzt noch nie richtig alles erkundet. Das können wir jetzt eigentlich machen. Die anderen haben das eher alles unter Kontrolle. Daher. Wir uns auch ein bisschen umschauen. Ich hab was für dich, so mieses Schwein! Ihr wisst nicht, mit wem ihr es zu tun habt! Doch, mit Martin. Toll, dass ihr meine ganze Deckung wegnimmt. Dankeschön, Joe. Du bist eh unbesiegbar. Also, gib mir mal wenigstens die Deckung. Weiter so, Vito! Ich bin der Beste. Hey, da ist er. Lass dir was einfallen. Beeil dich. Komm schon. Komm raus. Der Spaß ist vorbei, meine Freunde. Denn ich bin da. Los, ich geb dir Deckung, Vito. Gib mir Deckung, Vito. Toll. Ich habe wahrscheinlich zweimal in den großen Zeh geschossen. Gut gemacht, Vito. Schiss, Arschloch. Los, Rico, los geht's! Daneben, du Blinder! Ich schleich mich ran! Brauchst du ja zu schleichen, wir sind eh aufgeflogen. Gib mir Deckung, Arschgesicht! Ich mach nichts Dummes. Das Schwein hat mich erwischt. Alles okay? Na, super. Aber alles klar, wir haben noch eine Grease Gun, die können wir auch noch benutzen. Auch automatisch. Hat jemanden erwischt von hinten? Den Spruch hätte ich mir lieber erspart. Nur was versuchst von hinten. So ein Spaß. Hier ist nichts. Okay. Los, ich geb dir Deckung. Ich vergesse eh wieder die Hälfte. Ich habe schon lange keine Brüste mehr gesehen. Brüste. Hier noch irgendwas? Nein. Was macht der denn da? Sucht Sachen. Lass mich. Gut, Victor, los jetzt! Erlaubt, Kinder. Es geht in den Final Showdown. Ohne was Besonderes. Nee. Und da steht schon Marty bereit. Alles klar. Wow! What the fuck? Treffer und er ist tot. Ja, genau. Das ist jetzt nicht euer Ernst, ne? Alter, wie der mich weggerotzt hat. Ich hab nicht mal irgendwie reagieren können. Dann einfach. Einfach draufgehalten. So ein kleiner Spasti. Super. Ja, ist alles noch okay. Auf geht's, Hamburg essen. Mal Scarab mitnehmen. Granaten mitnehmen. Ah! Brüste. Nee, das war eher Arsch. Aber egal. Ich könnte Hilfe gebrauchen. Jetzt ist er fällig. Gib mir Deckung. Dort. Ach so, nicht so offensichtlich. Ich geb dir Deckung. Los. Mehr kannst du nicht. Leck mich, du Arsch.
Ah, das Gewehr ist halt richtig genau. Bam! Hast du das beim Militär gelernt? Ich geb dir Deckung! Ab jetzt! Na, Schwein hat mich erwischt. Wir sehen uns in der Hölle! Ja, wie habt ihr euch jetzt da hingespawnt? Bin wieder da! Hey, lass mir noch einen übrig! Hast du das gesehen? Okay, ich hab wieder Showtime, Tito. Was ist los? Yay! Marty, du bist der Schlechteste, wo ich jemals gesehen hab. Hey, hältst du durch? Da gehört schon mehr dazu. Verflucht, schneid ihn ab! Toll, es steht Joe in meinem Schussfeld. Du treffst doch eh nichts, lass es doch sein. Ich muss eh alles im Endeffekt machen. Ihr könnt nur anschließen. Ich muss es da umgehen. Ihr seid NPCs, ihr wurde dafür gemacht. Was soll der Scheiß? Mann, das war echt klasse. Mann, du schießt ja beschissen. Vorbei. Lass dir was einfallen. Beeil dich. Ich bin der Beste. Auf, Kinder. Gib mir Deckung. Im Lauf erschossen. Achso, der gehört gar nicht zu uns. Oh. Schön, dass du das. Oh ja, genau. Wo kam der jetzt her? Ach komm. Ey, das wird ja immer besser. Was soll ich. Das ist doch zum Kotzen, ey. Kacke, so. Das ist kackendreist, was ihr da macht. Muss ich den Playboy wieder mitnehmen? Oder hat's gespeichert? Ja, hat's gespeichert. Alles klar. Ich hätte gerne noch mal Brüste gezeigt, aber es geht nicht. Wie sagt man? So, Freunde, jetzt habt ihr wieder was. Ist gut. Okay. Showtime, Vito. Bin wieder da. Mach schon. Kann mir mal jemand helfen? Los jetzt. Zack, zack. Los, los, ich geb dir Feuerschutz! Oh Mann. Mehr kannst du nicht, wenn ich am Leben, bis der Kampf vorbei ist. Ach, das ist nur ein Kratzer. Unser Stick hat's drauf! Ich schleich mich ran! Komm schon, ich brauchst weiß, ja zu schleichen. Du ja, ich bin die du bist lässt sich einfach von der M1 Garand anschließen, steht einfach so da wie so ein Matrix-Held. So wie Neo. Pff, tut mir nicht weh, Kugeln können mir nichts ausmachen. Ich merk schon. Es ist vorbei! Adopt Kinder! Los, ich geb dir Deckung, Vito. Hi. Los, Vito, los geht's. Ich mach dich. Gib fertig. Mir Deckung. Gleich hab ich euch, ihr Mistkerle. Wenn ich jetzt noch einmal von irgendjemandem von hinten erschossen werde, dann gib mir viel mehr Ärger. Wenn meine Mutter das wüsste. Zeit, vor den Schatten zu treten. Komm raus aus deinem Rattenloch. Ja, es geht ja schon wieder los. Achtung, jetzt kommen wir gleich wieder von hinten angerannt. Weil ich wieder überholt habe. Du hast mich erwischt. So, kleines Geschenk vom Papa. Gib mir Deckung. Wollt ihr es hören? Bitteschön. Lass mir doch was übrig, Arschloch. Lass
Ja, hallo, Mr. Adolf. Sie sind gleich tot. Los, Vito! So, das war fürs letzte Mal. So, die dramatische Musik hat aufgehört. Das müsste es eigentlich gewesen sein. Vorsicht, der hat eine Knarre! Auf den Tisch. Merkst du was? Eine MP40. Nice. Stellungen sichern. Ja. Ist sonst noch irgendwas? Nö. Alles klärchen, dann haben wir das doch geschafft, ne? Gut. Das hier ist schwer aus dem Ruder gelaufen. Das wird Eddie gar nicht gefallen. Eddie wird's verstehen. Was hätten wir tun sollen? Uns umlegen lassen? Diese verdammten Arschlöcher machen jetzt keine Schwierigkeiten mehr. Nie wieder. Und was jetzt, Dave? Jetzt? Jetzt fahre ich nach Hause, esse ein Steak, nehme eine Dusche und gieße mir einen hinter die Binde. Na dann, viel Spaß dabei. Joe und ich haben noch was vor. Wir sehen uns später. Gut. Alles klärchen. Scheiße. Wo nehmen wir die zwei Riesen für Eddie her? Sag mal, wie viel könnte so eine Karre bringen? Mann, Vito, du bist ein Genie. Diese Babys sind nicht billig. Ich wette, für den hier rückt Derek mindestens einen Riesen raus. Okay, fahr rauf in den Hot Rod im Hafen an Derek. Okay, das ist halt dieses, was ich vorhin angesprochen habe. Dass man hier auch jetzt, das ist jetzt die einzige Mission, wo man halt einen Hot Rod fährt. Wo man ohne DLCs natürlich macht. Und so haben wir natürlich in unserer Garage stehen. Das ist eigentlich das Haupt, also irgendwie schon so ein Höhepunkt von einem Spieler, wo das Spiel gespielt hat ohne DLCs. Die eigentlich nur so gemacht, dass so viele gesagt haben, ey, wir wollen so gerne etwas. Und so viele Leute halt auch mal 2,40 € aus, das ist vollkommen verständlich. Obwohl früher haben die DLCs immer noch 10 € gekostet. Das gibt alles ja alles in einem Paket. Hier kriegen wir nämlich den vollen Preis dafür. Das ist ziemlich gut. Und $366. Das ist nicht gut, was drin. Hab ich nicht was gesagt? Nee, er muss rausfahren mit seiner Scheißkarre. Warum ist er tot? Das ist so ein echter Strafverkehr, den ich hier mal reinfahren, vorbeifahren und so. Ja, hoffentlich bist du tot. Ich bin echt der asozialste hier in Deutschland. Nach Arno Düben natürlich. Arbeiten? Warum soll ich arbeiten? Der Staat zahlt mir meine Wohnung. Ich nehme mir mein Geld. Damit kann ich leben. Arno Düben. Der Typ hat es raus. So funktioniert es eben. Die Erfolgung von Rase aufgenommen. Der kurz davor. Verdammt, bist du mit. Fuck. Kann sein, da kann die Schlangenkurve fahren. Wow! Fuck, jetzt fahre ich auch noch von Derek zurück. Super. Sehr gut funktioniert, meine Freunde. So.
Weg damit. Das ist... Hä? Steht doch drauf. Was ist das jetzt für ein Problem? Ich hätte die Morat genug da drauf, oh, das tut mir aber leid. So. So, 1950 haben wir aber gekriegt. Okay, wir haben aber 2000 Dollar. Das ist doch nice. So, jetzt machen wir uns erstmal hier ein Auto. Jetzt machen wir hier wegkommen. Ja, damit zahle ich für ihre Werft 200 Milliarden Dollar. Oh ja, das freut mich sehr. Oder sie sichert ja. Wo ist mein Auto hin? Diese Kriminellen gegen will ich kein Geschäft noch machen. Der Deal platzt. Welcher Hurensohn weiß, war das? Weißt du das nie? Keine Ahnung, Derek. Und da treffen wir den Eddie. Boah, sehen wir aus, ne? Von Staub mit Matsch. Ja, ist nicht gerade respektvoll, aber was soll's. Und?